Und das brennt aber nicht von selber, sondern also wir müssen dann irgendwie Gas füllen. Nein, das, was wir kriegen, ist so zwei. Wir sind hier im Rückraum der ersten Verbrennungsanlage. Nous sommes ici à l'arrière de l'incinérateur. Die Ausbrennkammer wird benutzt, um das Hydrolysat zu verbrennen. Das heißt, dans cette chambre d'incinération, on brûlera l'hydrolysate. Il faut pomper l'eau, qui est ensuite acheminée dans la chambre d'incinération via un jet. L'eau brûle aussitôt et se transforme en vapeur, et les matières seront ensuite retravaillées. Ja, so wie wir es da machen. Das ist in der Kammer eingedüst und verdampft sofort.